Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern im Bayerischen Landtag. Heute mal nicht aus dem Maximilianeum in München, sondern aufgrund der Informationswoche, in der wir Abgeordneten gerade in unserer Heimat zu Hause in den Stimmkreisen in ganz Bayern unterwegs sind, aus meinem Stimmkreisbüro bei mir zu Hause in Meitingen im Landkreis Augsburg. Inhaltlich geht es heute um einen großen Erfolg, um den Erfolg der Woche, um ein Herzensthema von uns Freien Wählern, Stichwort Kostenfreiheit der Meisterausbildung. Ein Thema, für das wir schon kämpfen, seit wir 2008 zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag eingezogen sind und das wir jetzt mit der Beschlussfassung des Kabinetts vom Dienstag endgültig final durchgesetzt und umgesetzt bekommen haben. Dazu hat mir der Dieter geschrieben aus Aschaffenburg. Der Dieter freut sich mit uns gemeinsam über diesen Erfolg, schreibt mir, das ist ja mal wirklich klasse und echter Rückenwind fürs Handwerk, der dringend nötig ist. Allerdings, so hat der Dieter das wahrgenommen und schreibt mir, ist es ja schon ein bisschen kompliziert mit Zuschuss und Bonus. Erklär doch mal, wie das jetzt genau funktioniert. Ja, lieber Dieter, die Frage, vielen Dank dafür, die nehme ich gerne zum Anlass, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und auch um zu erklären, warum es jetzt am Ende des Tages etwas kompliziert geworden ist. Kompliziert ist es deshalb geworden, weil wir Freien Wähler, weil wir als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU ja eigentlich den Wunsch hatten, das Ganze bundesweit aufs Gleis zu stellen, ja dafür zu sorgen, dass so ähnlich wie damals bei den Studiengebühren in Bayern die Meisterfortbildung einfach grundständig kostenfrei wird in ganz Deutschland. Wir haben das deshalb über den Bundesrat der Ampel in Berlin vorgeschlagen, aber sind da leider nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen, sodass es nicht bundesweit kommt. Wir haben aber in Bayern dann entschieden, wir lassen uns davon nicht entmutigen. Wir halten es für richtig, wir wollen es haben und wenn Berlin nicht möchte, dann machen wir es eben in Bayern selbst und deshalb nicht diese einfache Handhabe, einmal den Strich dahinter, kostenfrei, bundesweit und gut ist es, sondern ein bisschen dieser bayerische Sonderweg, deshalb weil die Ampel in Berlin nicht mitmachen wollte bei der bundesweiten Umsetzung. Wie sieht dieser bayerische Sonderweg aus? Es gibt in Zukunft und nicht nur in Zukunft, sondern ab sofort und insbesondere sogar rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres für alle, die eine Meisterfortbildung durchlaufen, eigentlich zwei Zuschüsse, die nicht mehr zurückgezahlt werden müssen und die bei nahezu allen Ausbildungssparten jetzt endlich die gesamten Kosten decken, also sowohl die Kosten für den Fortbildungslehrgang als auch die Prüfungsgebühren, die unterwegs anfallen. Zum einen gibt es weiterhin das sogenannte Meister-BAföG und innerhalb des Meister-BAföGs gibt es in Bayern einen staatlichen Zuschuss, einen sogenannten Kostenzuschuss zum Meister-BAföG, der nicht zurückbezahlt werden muss, also sozusagen eine echte staatliche Leistung, die man wirklich in die Lehrgangsgebühren, in die Prüfungsgebühren investieren kann, ohne dass dann, nachdem der Meister fertig ist, irgendwann jemand kommt und sagt, jetzt muss man es zurückzahlen. Und zu diesem Kostenzuschuss zum Meister-BAföG gibt es jetzt obendrauf noch diesen erhöhten Meisterbonus ab sofort in der Höhe von 3.000 Euro. Und die Kombination aus beiden, die sorgt dafür, dass wir endlich die Gleichberechtigung haben von universitärer Bildung auf der einen Seite und dualer Ausbildung, Meisterfortbildung auf der anderen Seite. Denn damit sind jetzt wieder endlich alle Kosten, die beim Meister anfallen, gedeckt. Ich zeige es mal, weil es wirklich ein bisschen komplex ist, an zwei Beispielen. Spick auf meinem Zettel, den wir da zur Vorbereitung in den Verhandlungen immer genutzt haben. Zum Beispiel läuft so, wenn jemand Kfz-Techniker wird, dass dann Kosten von etwa 12.000 Euro anfallen. Dann gibt es über das Meister-BAföG einen Kostenzuschuss in der Höhe von 9.000 Euro und obendrauf kommt noch der Meister-Bonus von 3.000 Euro und es sind dann genau diese 12.000 Euro, die anfallen bei der Meisterfortbildung. Dann geht es 0 auf 0 auf, dann sind Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren gedeckt und dann ist die Meisterfortbildung kostenfrei, genauso wie das Studium bei uns in Bayern. Noch ein bisschen besser ist es bei Meisterfortbildungen, die nicht ganz so teuer sind, was die Prüfungsgebühren, die Lehrgangsgebühren anbelangt. Beispielsweise bei den Bäckern, da muss man etwa 10.000 Euro investieren, um den Meister zu machen.
Da gibt es ebenfalls den Kostenzuschuss zum Meister-BAföG, der beträgt da 7.500 Euro. Dann kommen noch die 3.000 Euro Meisterbonus on top, sodass es 10.500 Euro sind, die es an staatlichen Zuschüssen gibt, die nicht zurückbezahlt werden müssen. Und 10.000 Euro an Kosten, dann bleiben sogar noch etwa 500 Euro übrig zur Deckung der allgemeinen Lebenskosten, so eine Art Zuschuss dann für die Zeit, während der man die Meistervorbildung durchläuft. Für uns Freie Wähler war das ein Herzensanliegen, insbesondere vor dem Hintergrund des auch immer stärker grassierenden Fachkräftemangels, da die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, nicht eine Situation zu haben, in der seit der Abschaffung der Studiengebühren universitäre akademische Bildung kostenfrei ist und gerade die Handwerkerinnen und Handwerker, die wir dringend brauchen, sozusagen noch ein Geld mitbringen müssen in ihre Meisterfortbildung. Deshalb dieses intensive Einsetzen von uns Freien Wählern für diese Kostenfreiheit auch bei der Meisterfortbildung jetzt endlich mit dem durchschlagenden Erfolg, die da so wie gerade beschrieben. Ich bin der festen Überzeugung, ein Land wie unseres, das braucht natürlich Akademiker, die in Universitäten studieren. Wir brauchen aber in unserem Land auch Menschen, die solche Universitäten bauen können. Unsere Handwerkerinnen und Handwerker, um es mal zugespitzt in einem Satz zu sagen. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, diese Politik der letzten Jahrzehnte, die sich nach meinem Gefühl ein bisschen eingeschliffen hat, das Bildungssystem und seinen Erfolg immer nur an der Akademikerquote zu bemessen, jetzt vom Kopf auf die Füße zu stellen, die klare Aussage zu treffen, Master gleich Meister, auch das Handwerk, auch der Meister ist uns mindestens genauso wichtig. Die brauchen wir genauso, wenn es gut weitergehen soll bei uns in Bayern, mit unserer Wirtschaft, im Mittelstand, im ländlichen Raum und insgesamt auch als Hightech-Land Bayern ist es wichtig, dass wir da bestens aufgestellt sind. Deshalb gibt es jetzt in Bayern die beschriebene Regelung, die gibt es nirgends anders in Deutschland so gut wie bei uns in Bayern. Wir setzen da als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU ganz bewusst aufs Handwerk. Und man kann sagen, das Handwerk hat damit jetzt in Bayern auch wieder einen besonders goldenen Boden. Das ist gut so und das ist richtig so. Und das ist ein schöner Erfolg für uns Freien Wähler, die wir da über viele Jahre intensiv dafür gekämpft haben. So viel, lieber Dieter, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn ich mich dann nicht wieder aus Meitingen, sondern dann wieder aus München, aus dem Landtag melde und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.